Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie wieder ganz herzlich zur Digitaltechnik. Ich hoffe, Sie haben in der Videorunde, die ich Ihnen zugeschickt hatte, sich zum Thema Schaltwerke informiert. Und das ist das eigentliche Thema, mit dem wir uns in diesem Semester beschäftigen wollen, nämlich die Implementierung von endlichen Automaten in digitale Schaltwerke, mit denen Sie steuerungstechnische Aufgaben lösen können. Das ist eigentlich das Thema, was für Sie als Mechatronikerin und Mechatroniker am interessantesten sein sollte von der Digitaltechnik. Darauf wollen wir also diese Veranstaltung und auch das Praktikum, insbesondere im Versuch Nummer 4, dann ausrichten. Und hierbei geht es darum, dass Sie mit Hilfe von endlichen Automaten und Zuständen und Übergängen, mit denen Sie die endlichen Automaten beschreiben, in der Lage sein werden, programmierte Abläufe in der Zeit in Abhängigkeit von Eingangssignalen, wie zum Beispiel Sensorsignalen oder Benutzereingaben an Maschinen kontrollieren zu können. Wenn Sie sich mal mit dem zweiten Teil des Themas sequentielle Schaltung, also dem zweiten YouTube-Video, auseinandergesetzt haben, dann haben Sie gesehen, dass ich in diesem Video eine bestimmte Schaltungstechnik verwendet habe, um die Übergangslogiken von Automaten zu definieren. Und zwar sogenannte PLA-Schaltung. Wer von Ihnen hat das gesehen und hat gegebenenfalls Fragen dazu, was ein PLA ist? Sie haben sich das angesehen? Gesehen, ja, fragen können. Okay, alles klar. Wenn Sie es gesehen haben, dann wissen wir schon, wovon wir reden. Und ich möchte mit Ihnen heute zur Vorbereitung auf die Automatenaufgaben, die wir uns dann in den nächsten Wochen vornehmen, ein paar Übungen machen zum Thema Implementierung von kombinatorischer Logik in PLAs. Und dazu hatte ich Sie gebeten, sich mal die Vorlagen runterzuladen. Das heißt, wenn Sie gerade mal in Teams reingeschaut haben, dort hatte ich Ihnen eine kleine Message geschickt zum Runterladen der Vorlagen für die Übung Nummer 6.4. Das haben Sie alle gemacht, hoffe ich. Also falls nicht, dann ich gebe noch mal bekannt, um welche Dinge es geht. Also in Relax unter dem Abschnitt Nummer 6, spezielle Schaltnetze. Hier, dort finden Sie neben den Vorlesungsfolien zwei Vorlagen. Vorlage zur Übung 6.4, das ist ein PDF-Dokument, und eine Logic-Circuit-Vorlage, die wir gleich hernehmen werden, um kombinatorische Schaltung in PLAs zu implementieren. Also wenn Sie die noch nicht haben, jetzt runterladen, dann werden wir diese Übung gleich gemeinsam machen. Und ich werde Ihnen zunächst ein bisschen was vorführen zu dem Thema, dass Sie nochmal sehen, wie man mit diesem Logic-Circuit-Modell zum PLA umgeht. Und dann werden wir das Ganze nochmal interaktiv machen. Das heißt, Sie bekommen die Aufgabe, in Logic Circuit einige Funktionen zu implementieren und zu schauen, dass Sie die in das von mir bereitgestellte PLA hineinkriegen. Was ist ein PLA? PLA steht für Programmable Logic Array. Manchmal auch PAL, Programmable Array Logic, sind beides Produktbezeichnungen von diversen Herstellern, die sich auch in einzelnen Details unterscheiden. Aber im Wesentlichen geht es um Logikfunktion, die programmierbar ist, also feldprogrammierbar. Das heißt also eine Schaltung, mit der Sie komplexe logische Funktionen in der Regel in disjunktiver Normalform programmieren können, indem Sie einzelne Verbindungen in einer Schaltung setzen bzw. löschen und dann konjunktive Fundamentalterme erstellen, die Sie in einer Oder-Funktion zu einer disjunktiven Normalform dann verschalten können. Die Logic-Circuit-Vorlage, die ich Ihnen hierzu gegeben habe, sieht wie folgt aus. Sie haben von mir ein solches Modell erhalten, beziehungsweise eine ganze Reihe von solchen Modellen. Ich möchte kurz darauf eingehen, was diese Dinger hier bedeuten und wie wir sie programmieren können. Das Ganze ist eine sogenannte PLA-Matrix und was man mit dir machen kann, ist, wir können abhängig von einer bestimmten Anzahl von Eingängen, hier sind es mal vier logische Eingänge und einer bestimmten Anzahl von Ausgängen, logische Funktionen durch das Setzen von Verbindungen in einer UND-Matrix bzw. einer ODER-Matrix programmieren. Wie ist das zu verstehen? Jede Zeile in einem solchen PLA bedeutet eine UND-Verknüpfung von allen hier angeschlossenen Signalen. Das heißt, ich kann in einer Zeile genau eine UND-Verknüpfung von mehreren Literalen zusammenschalten. Diese Literale bekomme ich hier unten. Also hier speise ich eine Variable ein. Die heißt hier bei mir unten I3. Die kann aber auch nachher X3 oder so ähnlich heißen. Die speise ich hier ein. Und auf der linken Seite wird der Input 3 in seiner positiven Polarität eingespeist nach oben. Auf der rechten Seite in der negativen Polarität. Also hier geht I3 und hier I3 quer hinein. Hier haben wir den Eingang I2, hier geht I2 und dort I2 quer hinein. Und hier haben wir I1, dort
I1 quer, I0 und I0 quer. Und jetzt kann ich in jeder Zeile mit Hilfe einer Programmierung dieser Verbindungsstellen ein beliebiges Literal oder mehrere beliebige Literale auf eine sogenannte Wired End Verknüpfung aufschalten. Das heißt, jede Verbindung, die ich hier setze, führt dazu, dass das Literal unverknüpft wird mit allen anderen aufgeschalteten Literalen auf diese Zeile hier. Und diese Unverknüpfung kann ich dann weiterleiten in die auf der rechten Seite stehende Oder-Matrix. Die Oder-Matrix verläuft jetzt vertikal. Das heißt, alle Unverknüpfungen, die ich hier mit einem Symbol draufschalte auf die vertikale Leitung, werden Oder verknüpft und unten an dem jeweiligen Ausgang O3 bis O0 ausgegeben. Und dann sehen Sie schon, deswegen kann ich disjunktive Normalformen implementieren, indem ich hier Oder-Verknüpfungen von Unverknüpfungen bereitstelle. Das wollen wir uns mal kurz anschauen an einem Beispiel, das beim letzten Mal entstanden ist aus Ihren Aufgabenstellungen, die Sie im Jamboard entwickelt haben. Wir nehmen uns mal eine Funktion her, die ganz gut für die Demonstrationszwecke geeignet ist. Und aufbauend darauf werden wir ein paar Modifikationen von dieser Funktion machen. Da sollen Sie mehrere Funktionen dann auf diesem Board hier, auf diesem PLA-Modell hier implementieren. Also nehmen Sie sich bitte mal die Logic Circuit Vorlage her und gehen Sie im Abschnitt spezielle Schaltnetze in die Übung Nummer 1, hier oben links, Übung PLA-Kodierung, und dort werden wir jetzt mal eine solche kombinatorische Funktion gemeinsam hier in Logic Circuit implementieren. Jetzt ist die Frage, welche nehmen wir dazu? Wir nehmen eine, die von Ihnen beim letzten Mal im Rahmen der Gruppenarbeit erstellt worden ist, die mir für diesen Zweck sehr gut gefallen hat, und zwar diese hier. Das war von der Gruppe, die das Arbeitsblatt Nummer 1 bearbeitet hat. Dort haben Sie eine disjunktive Minimalform erstellt in der Form y ist gleich x2 quer x0 oder x2 quer x1 quer oder x3, x2, x1, x0. Und das bedeutet, wir haben hier 1, 2, 3 konjunktive Fundamentalterme, die oder verknüpft werden zu einer disjunktiven Minimalform. Und das ist genau die Form, die wir in PLA-Schaltungen implementieren können. Wenn wir eine konjunktive Form hätten, das geht nicht direkt, die müssten wir erst umrechnen in eine disjunktive Form, um diese Logik verwenden zu können. Und deswegen fangen wir hier mit der einfachen Form erstmal an. Gegeben sei eine DMF und wir werden sie jetzt in Logic Circuit gemeinsam implementieren. Und dazu gucken wir uns mal an, welche Variablen haben wir denn hier stehen. Hier haben wir die Variablen x3, x2, x1 und x0. Diese vier Variablen werden wir erstmal in die Logic Circuit Vorlage eintragen als die Namen unserer Inputs. Also, dann haben wir Logic Circuit. Und Sie kennen das, wie macht man Namen von den Inputs? Sie gehen unten mal rein auf die Inputs hier, Doppelklick da drauf und dann können Sie die Namen festlegen. Und diesen Namen nennen wir mal X3 mit der Beschriftung X3. Und das machen wir mit den anderen auch. Also Name X2, Beschriftung X2, Name X1, Beschriftung X1. Name X0, Beschriftung X0. Und damit haben wir inhaltlich in diesem Sinne noch nichts bewerkstelligt, aber jetzt haben wir die Namen von den Inputs so, dass sie in der Wahrheitstabelle dem entsprechen, was wir gleich in unserer Funktion sehen wollen. Auf der anderen Seite nennen wir diese Funktion mal Y. Das hatten wir auch gerade gesehen, dass das die Forderung war von dieser Darstellung hier. Funktionsoutput soll y heißen. Weil ich gleich noch mehrere Funktionen implementieren möchte mit Ihnen im selben PLA, werden wir diese Funktion hier mal y1 nennen. y1 kriegen wir dadurch hin, dass wir hier den Output O3 mal umbenennen in y1 mit der Beschriftung y1. Und welche Reihenfolge wir die Outputs hier definieren und die Inputs, das bleibt uns überlassen. Also ob wir von links nach rechts indizieren oder rechts nach links, ist völlig egal. Das ist ja alles austauschbar. Ich fange jetzt mit Y1 hier auf der linken Seite an. Jetzt können Sie schon mal Folgendes machen. Versuchen Sie mal, von diesem ganzen Ding eine Wahrheitstabelle aufzustellen.
Da wird natürlich nicht viel dabei herauskommen, aber wir können schon mal sehen, wie das Werkzeug funktioniert. Und dazu gehen Sie auf Schaltplan hier oben links. Das kennen Sie schon. Schaltplan, Wahrheitstabelle. Und dann erscheint die Wahrheitstabelle in Abhängigkeit von den gerade eingetragenen Variablennamen, also x3, x2, x1, x0, alle 16 Belegungen 0000 bis 1111 und dem Ausgang y1 sowie den noch weiter unbenutzten Ausgängen o2, o1 und o0. Und oh Wunder, hier steht noch überhaupt nichts drin. Die Logikpegel an diesen Outputs sind also unbekannt und das liegt einfach daran, dass wir noch überhaupt keine Verknüpfung hier bereitgestellt haben. Wenn wir jetzt eine logische Verknüpfung in den Und-Zeilen und in der Oder-Matrix herstellen, dann werden wir sehen, dass wir diese Spalte y1 gleich ausgefüllt bekommen mit den Logikwerten, die wir hier sehen wollen. Und das machen wir jetzt. Wir schauen uns jetzt mal an, was wir für Terme implementieren müssen. Dazu gucken wir wieder rein in das Jamboard. Was sollten wir tun? Hier gibt es einen Term, der heißt x2 quer x0 quer. Das heißt also, die beiden negativen Literale der Variablen x2 und x0 sollen zu einer Unverknüpfung zusammengeschaltet werden und in die Oder-Matrix gegeben werden. Also wir merken uns x2 quer, x0 quer und das implementieren wir, indem wir an den betreffenden Stellen der Und-Matrix eine Und-Verbindung setzen. Also x2 ist hier. x2 quer auf der rechten Seite, das quer, merken Sie daran, dass hier so dieser weiße Invertierungsbubble ist. Also wenn Sie mal da drauf klicken oder hier drauf gehen, oben da steht der Ausgang mit 1-Q, das ist der invertierte Fall von x2. Und dann haben wir noch x0 quer, das finden wir hier. Das heißt also, in diesen beiden Spalten hier müssen wir oben die Elemente entfernen und ersetzen durch Unverbindung. Dieses Ding hier, was Sie dort sehen, das ist jetzt keine Erfindung, die mit Logic Circuit mitgekommen ist, sondern das ist ein PLA-Modell, was ich für Sie implementiert habe. Und Logic Circuit ist an der Stelle eingeschränkt, dass es uns nicht die Möglichkeit gibt, bestimmte Infrastruktur für die Modifikation zu sperren hier. Das macht es manchmal ein bisschen schwierig und Sie müssen aufpassen, dass Sie keine Fehler machen bei der Implementierung, weil das Verschieben oder das ungewollte Löschen von auch nur einem Draht in dieser Konfiguration führt schon dazu, dass das Ganze nicht mehr funktioniert. Und ich zeige Ihnen gleich ein paar Tricks, wie Sie so damit umgehen können, dass Sie möglichst fehlerarm arbeiten können. Muss man hinnehmen, dafür ist das Tool ja kostenfrei. Und tut seinen Dienst hier ganz gut und performant. So, wie kommen wir jetzt an die Verbindung für dieses Literal? Hier x2 quer x0 quer. Wir müssen jetzt hier auf der linken Seite uns ein sogenanntes PLAX-Element holen. Das ist ein Kreuzchen, was wir in den PLA setzen, sozusagen. Hier bezeichnet mit Wired AND. Diese Dinge, die setzen wir in die UND-Struktur. Das machen wir, indem wir dieses Ding mal hier nehmen, markieren und jetzt ziehen wir das mal rüber. Ich empfehle Ihnen, das erstmal an eine sichere Stelle zu setzen, hier zum Beispiel und vielleicht auch gleich ein paar mehr dazu. Irgendwo oben in die Gegend. Zur Reserve. Und wenn wir jetzt diese beiden Literale x2 quer hier oben und x0 quer aufschalten wollen in die Und-Verbindung, dann nehmen wir uns einfach zwei von diesen Dingern her und lassen die genau an diese Stelle reinfallen. Greifen, reinfallen lassen. Damit haben wir jetzt diese beiden gewünschten Literale hier in den vertikalen Richtungen aufgeschaltet, x2 quer, x0 quer. Und die beiden werden jetzt zu einer Und-Verbindung verbunden und sind dann hier im Betrieb sichtbar. Ich zeige Ihnen mal, was passiert, wenn Sie einen typischen Fehler machen, der passieren kann beim Fallenlassen solcher Elemente. Ich schiebe das irgendwo mal hier so drauf. So zum Beispiel ist mir jetzt gerade mal passiert. Und was ich jetzt mache, ist, ich schiebe mal dieses Ding hier weg. Und da sehen Sie, dann werden die Verbindungen hier mitgezogen. Und wenn Sie jetzt irgendeinen Fehler machen, dann ist dieses ganze Ding kaputt. Also nochmal Ctrl Z für zurück. Wie kriegen Sie dieses Ding an der Stelle wieder raus, ohne dass es Ihnen irgendwelche Sorgen macht? Sie können es mit der Maus markieren und jetzt drücken Sie die Shift-Taste zusätzlich zur linken Maustaste. Also Shift, Umschalttaste, einmal rausschieben und dann werden die Verbindungen nicht mitgezogen. Also das hilft, diesen typischen Fehler zu vermeiden, dass man mal so ein Ding fehlplatziert und dann versehentlich Verbindungen mitzieht.
Ja, jetzt haben wir diesen ersten Konjunktionsterm implementiert. Wie geht's weiter? Wir schauen wieder zurück in die Funktion, die wir implementieren wollen. Dort haben wir hier als zweiten Konjunktionsterm x2 quer und x1 quer stehen. Ist auch klar, wie man es jetzt macht. Wir gehen zurück ins PLA, schauen uns an, wo steht x2 quer. Das steht hier. Einmal ein Element wegnehmen und x1 quer steht hier. Zack und weg. Und jetzt können wir die beiden Elemente, die wir oben gerade schon zur Reserve hingelegt haben, mal dort reinziehen. Damit ist der zweite Konjunktionsterm implementiert. Und jetzt haben wir ja noch einen dritten. Der besteht aus den positiven Literalen x3, x2, x1 und x0. Wir brauchen jetzt also vier Elemente, die wir aufschalten in der korrespondierenden Und-Zeile. Bei x3, hier positive Polarität links, dort. Bei x2, positive Polarität links. Bei x1, positive Polarität links. Und bei x2, positive Polarität links. Noch ein kleiner Tipp. Wenn Sie das manchmal für unübersichtlich empfinden, dass Sie hier direkt nebeneinander die positiven und negativen Polaritäten haben und vielleicht gar nicht wissen, zu welcher Spalte gehört das jetzt eigentlich, Sie können sich auch Textmarken oben drüber schreiben. Wenn Sie zum Beispiel mal so eine kopieren hier und dann dort drüber schicken, können Sie zum Beispiel sagen, das hier ist x3 mittig platzieren und das ist nicht x3. Und die kopieren wir auch nochmal eben zu den anderen. Und werden sie gleich umbenennen. Also x3, nicht x3. Vielleicht nochmal ein Stück nach unten. Dann haben wir hier x2. Und nicht x2. Hier Doppelklick drauf, x1. Und nicht x1. Sowie x0 und nicht x0. Und wenn wir jetzt noch die Ausgänge bezeichnen wollen, schreiben wir hier oben drüber nochmal die Funktion y1. Wie gesagt, das sind nur Textmarken zu ihrer Orientierung. Die haben keine weitere Funktion, helfen jetzt aber ein bisschen, die Spalten korrekt einzusortieren. Jetzt haben wir hier den Term x3, x2, x1, x0 zu implementieren. Und das machen wir, indem wir wieder die Wired-AND-Schaltung dort rein platzieren. 1, 2, 3 und 4. Und jetzt gucken Sie mal, während ich jetzt von links nach rechts dieses Wired-AND-Symbol reinschiebe, dann sehen Sie nicht genau, wo es hinfällt. Deswegen ist es besser, schieben Sie es erst irgendwo hin, wo Sie es sehen können auf dem Schaltplan. Wenn Sie es jetzt ziehen, dann haben Sie diesen pinkfarbenen Rahmen drumherum und können es genau platzieren. Das sind jetzt unsere drei konjunktiven Terme. Nicht x2, nicht x0, nicht x2, nicht x1 und x3, x2, x1, x0. Das sind also nur die konjunktiven Terme, was wir bauen müssen noch, um die Funktion zu realisieren. Das ist jetzt die Oder-Verknüpfung von diesen drei Termen. Oder-Verknüpfung in einer PLA-Schaltung bedeutet, dass wir die jetzt in der Oder-Matrix hier in der Spalte ganz links, y1, auf eine Leitung aufschalten müssen. Also dieser Term muss auf die Leitung aufgeschaltet werden. Dazu nehmen wir diese Verbindungen hier weg oder genauer gesagt diese Platzhalter. Die Verbindung steht ja noch nicht. Und jetzt nehmen wir auf der linken Seite das Element, was mit PLAO bzw. Wired OR gekennzeichnet ist. Das ist die Verbindung für die senkrechten Oder-Verknüpfungen. Also diese Dinger hier, die dürfen Sie nicht in der Und-Matrix verwenden. Und in der Und-Matrix bitte nur diese, die mit AND bezeichnet sind.
Also wir nehmen uns die PLAO-Elemente und ziehen hier mal eins rüber. Und jetzt mache ich Folgendes. Jetzt kopiere ich mir ja erstmal so ein paar hier hin. Also Ctrl C, also Steuerung C, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V, V, V. Dann habe ich so ein paar auf Vorrat hier. Und wenn ich jetzt mehrere von denen zu programmieren habe, wir haben noch einiges vor, können sich gleich noch einen Vorrat hinlegen hier. Dann lassen die sich von dort aus leichter rüberholen, weil ich sie markieren kann. Dann sind sie markiert beim Schieben und ich lasse die jetzt an die betreffenden Positionen einfach reinfallen. Damit haben wir diese Funktion Y1 in dem PLA programmiert, als Oder-Verknüpfung von drei konjunktiven Fundamentaltermen. Und jetzt ist das Interessante, wie kriegen wir die Logikfunktion raus? Ganz einfach, indem wir hieraus die Wahrheitstabelle bestimmen. Wahrheitstabelle, wie gerade eben gezeigt, wir gehen oben in Schaltplan, Wahrheitstabelle, wir können auch Steuerung T, Control T drücken. Und dann sehen wir, dass wir jetzt hier diese Spalte Y1 ausgefüllt haben mit den betreffenden Ergebnissen. Jetzt schauen wir mal, was steht hier drin. Dreimal eine 1, dann Nullen bis zur 8, dreimal eine 1, dann Nullen bis zur letzten. Gucken wir, ob wir das richtig implementiert haben in Bezug auf die Jamboard-Spezifikation. Was haben wir hier? Dreimal die 1, Nullen bis zur 8, dreimal die 1, Nullen bis zur 15. Also, diese Funktion tut ihren Dienst, so wie wir das hier aus der Minimierung erstellt haben. Damit haben wir gezeigt, wir können jetzt ein PLA programmieren und wir können auch eine Wahrheitstabelle davon aufstellen. Genau dieses technische Feature werden wir dann benutzen, um die Übergangs- und Ausgabelogiken von Automaten zu implementieren, und zwar effizienter, als wir das jetzt mit einzelnen Gattern könnten. Gerade dann, wenn Sie größere Automaten bauen mit vielen Zuständen, dann wäre jetzt das Aufschreiben der Gatterlogiken relativ umfangreich. Kann man auch machen, werden wir auch tun in einzelnen Übungen, aber die PLA-Darstellung ist jetzt für unsere Aufbau- und Simulationszwecke die kompaktere. Das ist auch das, was wir im Praktikumsversuch Nummer 4 dann ausführlich nutzen werden. Jetzt kommen wir zu der Aufgabe, die Sie bei sich mal ausprobieren sollten. Und zwar werden wir auf der Basis von dieser Funktion eine kleine Modifikation vornehmen, beziehungsweise zwei kleine Modifikationen, die ich Ihnen jetzt zeigen werde. Ich habe die Funktion, die wir gerade implementiert haben, hier oben mal aufgeschrieben. Das war das x2 quer x0 quer, x2 quer x1 quer, x3, x2, x1, x0. Die haben wir gemacht. Jetzt kriegen Sie von mir eine zweite Funktion. Y2, wieder Funktion von denselben Variablen, x0 bis x3. Und jetzt sehen Sie, dass die so ein bisschen ähnlich gelagert ist wie die hier oben. Und jetzt sollen Sie mal möglichst effizient jeder von Ihnen diese Funktion implementieren in Logic Circuit, in Ihrer Vorlage, und gleichzeitig im selben PLA unterbringen. Das heißt, wir machen dazu erstmal Folgendes. Wir werden in der PLA-Modellierung hier den Ausgang O2 unten rechts, diesen Ausgang O2 umbenennen in Y2 mit der Beschriftung Y2. Okay. Und dasselbe machen wir nochmal mit dem Ausgang O1. Das benennen wir oben in Y3 mit der Beschriftung Y3. Und damit wir gleich keine Outputs mehr haben, die uns stören in der Wahrheitstabelle, nehmen wir diesen hier mal weg. Das heißt, wenn Sie diesen Output nicht sehen wollen, nehmen Sie einfach den Output-Connector hier weg und dann werden wir in der Wahrheitstabelle gleich nur Y1 bis Y3 tatsächlich sehen. Das können wir kurz ausprobieren. Schaltplan, Wahrheitstabelle. Und jetzt haben wir die gewünschten Variablen x3 bis x0 in der richtigen Sortierung mit den Ausgangsfunktionen y1, y2, y3. Davon ist y1 bereits implementiert und y2, y3 warten noch auf ihre Implementierung und das sollen Sie jetzt machen. Sie sollen jetzt die Funktion y2, wie hier angedeutet, im selben PLA implementieren.
Ihre Aufgabe ist, das möglichst effizient zu machen. Was effizient bedeutet, da denken Sie mal drüber nach. Ich schicke Sie zu diesem Zweck gleich nochmal wieder in die entsprechenden Arbeitsgruppen. Da dürfen Sie das diskutieren und dann schauen wir uns in ein paar Minuten Ihre Lösung an. Ja? Wir nehmen uns 10 Minuten. Wer schneller fertig ist, darf sich einen Kaffee holen und dann sehen wir uns um, sagen wir mal, 12.10 Uhr wieder. Und dann haben Sie Folgendes implementiert, nämlich diese Funktion hier. Dort die Nummer Y2. Nummer Y3 machen wir dann im Anschluss. Also auf, es ist an Ihnen. Dann begrüße ich Sie zurück im Plenum und stelle wie üblich die Frage in die Runde, wer hat denn eine Lösung, die er oder sie uns mal zeigen kann? Ja, kann ich machen. Okay, prima. Genau, wir haben Y1, Y2 erstmal angeschaut. Da haben wir gesehen, dass das x2' und x1 quer und x2 quer gleich ist. Deswegen haben wir das hier dann direkt schon übernommen gehabt. Ich zeige es einfach mal zu. Genau, sozusagen, das ist eigentlich der Trick, auf den es ankommt. Sie haben das schon gemerkt, das fällt unter den Namen Product Term Sharing. Zeigen Sie noch mal kurz, wie sich das jetzt auswirkt bei Ihnen im PLA, an welcher Stelle Sie das eingeführt haben. Das haben wir x2 quer, x1 quer, x2 quer, x1 quer. Genau, da haben wir also einmal hier y2 und hier y1. Und da, das hat sich insofern ausgewirkt, dass wir bei beiden einfach hier die PLA O 2 hat reingesetzt haben parallel. Ja, einmal für y1 und einmal für y2. Das ist halt das Ding, für beide gilt. Genau, ne? Also schauen wir uns das nochmal kurz an in der Funktion hier zum Vergleich. Sie haben hier zwei Terme, die identisch sind in den Funktionen F1 und F2. Und wenn ich zwei Funktionen mit identischen konjunktiven Fundamentaltermen in einem PLA unterbringen möchte, dann brauche ich die nicht doppelt zu implementieren. Wenn er einmal eine Zeile belegt, dann kann ich sie in der ODER-Matrix mehrfach referenzieren. Das haben Sie gerade gemacht, in zwei Spalten entsprechend diesen Term x2 quer x1 quer aufgerufen und das spart dann eine Zeile in dem PLA. Jetzt muss ich dazu sagen, dass dieses sogenannte Product Term Sharing nur in PLAs funktioniert. Im Praktikumsversuch Nummer 4 werden wir es mit den GALs, Generic Array Logic Systemen, zu tun haben, bei denen ist kein Product Term Sharing möglich. Das heißt, wenn Sie zwei Funktionen mit denselben Termen implementieren wollen, müssen sie tatsächlich auch zweimal in der Hardware implementiert werden. Aber für diesen Fall, diese PLAs gibt es auch tatsächlich zu kaufen, auch wenn sie nicht so weit gebräuchlich sind, können wir das mit dem Product Term Sharing hier machen. Genau, und gehen Sie nochmal auf die Wahrheitstabellen ein, die Sie daraus erzeugt haben, weil jetzt sollten wir bei Ihnen in der Wahrheitstabelle auch mehr als eine Funktion sehen. Okay, und da sehen wir, dass noch ein Fehler passiert und das ist so ein typischer Fehler, der tritt genau dann auf, wenn irgendwo Fehler in der Verbindung entstanden sind. Und insofern ist es vielleicht auch ganz gut, dass er hier aufgetreten ist, weil das ein Fehler ist, der immer wieder auftreten kann und auch wirklich schwierig zu finden ist. Was Sie in solchen Fällen machen können, das kann ich Ihnen kurz zeigen. Das ist so ein bisschen Divide and Conquer-Ansatz, den Sie fahren können, um das Problem zu lösen. Wenn ich mal irgendwo vielleicht mal bewusst einen Fehler einbaue in meiner Konfiguration hier, vielleicht mache ich doch mal einen Fehler von da nach da. Also hier von da nach da, dahinter. Jetzt muss ich so lange. Jetzt sehen Sie genau einen solchen Fehler. Und dieser Fehler, der äußert sich immer darin, dass hier was steht von der Eingang für und jetzt kommt irgendein Element, ist mit mehr als einem Ausgang verbunden, welcher nicht Tri-State-fähig ist. Und das bedeutet immer, Sie haben die Ausgänge von zwei Logikgattern auf dieselbe Leitung geschaltet. Zwei Logikgatter auf dieselbe Leitung, die können sich ja widersprechen in ihren Outputs 1 oder 0 und dementsprechend ist das eine Situation, die nicht auftreten darf. Sie können aus einem Logikausgang mehrere Inputs treiben, also Sie dürfen nicht mehrere Outputs auf denselben Input legen. Diese Dinger sind leider furchtbar zu finden. Hier steht zwar irgendwelche Koordinatenangaben, aber diese Koordinatenangaben beziehen sich immer auf die Koordinaten von Elementen auf dem Schaltplan, wo der Fehler bemerkt worden ist. Und er kann irgendwo tief in den Hierarchien liegen.
Wenn Sie jetzt auf dieser Ebene bestimmen wollen, wo der Fehler herkommt, dann können Sie so einen Divide-and-Conquer-Ansatz anwenden, indem Sie einfach mal, sagen, die Hälfte von Ihrer Schaltung hier löschen. Einfach Ctrl-X ist weg. Schaltplan, Wahrheitstabelle, Fehler tritt immer noch auf. Also in diesem Bereich konnte er nicht gewesen sein. Okay, Ctrl-Z, machen das zurück. Wir löschen jetzt die andere Hälfte hier. Ctrl-X, Schaltplan, Wahrheitstabelle. Fehler tritt nicht mehr auf. Also in diesem Bereich war er wohl. Okay, zurück. Divide and Conquer. Nehmen wir den hier oben weg. Ctrl-X, Schaltplan, Wahrheitstabelle geht immer noch. Wieder einsetzen, Schaltplan, Wahrheitstabelle. Ja, irgendwo da drin wird er wohl gewesen sein. Und dann werden wir sozusagen nach endlichem Suchen ihn irgendwo hier lokalisiert haben. Und in der Hoffnung, dass ich ihn jetzt überhaupt zu packen kriege, dort ist er. Dann haben wir die Wahrheitstabelle wieder in ihrer alten Schönheit. Also das ist die einzige Möglichkeit, die Sie haben, um einigermaßen systematisch nach einem Fehler zu suchen. Das heißt, teilen Sie mal Ihre Schaltung in Hälften auf, schauen Sie, in welche Hälfte er drin ist, nehmen Sie so lange Elemente weg, bis irgendwann der Fehler nicht mehr auftritt. Natürlich haben Sie nach weggenommenen Schaltungsteilen hier nicht die korrekte Wahrheitstabelle stehen, aber Sie können zumindest eingrenzen, wo ein solcher Fehler liegt. Wie gesagt, etwas hässlich in diesem Tool, aber immerhin eine Möglichkeit, um auf diesen Fehler zu stoßen. Wenn es gar nicht gelingt, dann kommt man nicht drum herum, das PLA nochmal neu zu implementieren. Ja, danke sozusagen für die Demonstration gerade eben. Da haben wir also eine Implementierung schon mal gesehen von der Funktion Y2, ob sie in der Wahrheitstabelle das richtige Ergebnis liefert. Sozusagen, das wird der Herr Pfeffer gleich noch feststellen müssen, nachdem er den Fehler gefunden und behoben hat. Ja, Ich haben Sie. möchte, haben Sie ihn gefunden? Wollen Sie es zeigen? Gerne. Ja, alles klar, dann machen Sie mal die Wahrheitstabelle. Okay, prima. Jetzt haben wir Y2 dort stehen. Ob es jetzt korrekt ist, weiß ich selber nicht, weil ich die Funktion noch gar nicht implementiert habe, aber es funktioniert zumindest von der Simulation her. Und Sie haben uns gerade gezeigt, wie das Thema mit dem Product Term Sharing funktioniert. Sie sind jetzt auch schon einen Schritt weitergegangen in Ihrer Gruppe und das wollen wir jetzt kurz mal für den Rest der Truppe hier annehmen als Aufgabe, die noch zu bewerkstelligen ist. Danke für Ihre Demonstration. Wir schauen uns jetzt nämlich die dritte Funktion nochmal an, die ich Ihnen gezeigt hatte. Und zwar diese hier. Wir haben hier x3 oder x2 quer und x1 quer oder x0 quer als dritte Funktion dort stehen, namens y3 in Abhängigkeit von denselben Variablen. Und was Sie sehen, im Unterschied zu den Funktionen, die wir oben betrachtet haben, y1 und y2, handelt es sich jetzt um eine konjunktive Form. Die konjunktive Form können wir in dem PLA nicht direkt abbilden. Einfach deswegen, weil wir im PLA nur Oder-Verknüpfung von Und-Verknüpfung, aber nicht Und-Verknüpfung von Oder-Verknüpfung schreiben können. Und deswegen ist Ihre Aufgabe jetzt nochmal, sich kurz in die Arbeitsgruppen zurückzuziehen und diese Funktion Y3 zu implementieren, indem Sie zunächst mal die konjunktive Form in eine disjunktive Form umschreiben durch Anwendung der Boolschen Algebra und dann wiederum versuchen, die hieraus resultierenden Terme im selben PLA unterzubringen. Dazu schicke ich Sie noch mal 10 Minuten in die Runde und wir sehen uns dann um 12:32 Uhr wieder. Und wer damit schon fertig ist, der kann sich jetzt wieder einen Kaffee gönnen. Bis gleich dann. Sie haben wahrscheinlich gesehen, auf was angekommen ist. Wenn wir eine konjunktive Form vorgegeben haben und wollen die in einem PLA implementieren, ist erstmal eine Umwandlung in eine disjunktive Form notwendig, damit wir das in die Hardwarestruktur pressen können. Und das heißt, wir müssen nach den Rechenregeln der Boolschen Algebra diesen Ausdruck zunächst mal umformen in eine disjunktive Darstellung. Und das heißt einfach ausmultiplizieren, ja? x3 und x1 quer oder x3 und x0 quer oder x2 quer und x1 quer oder x2 quer und x0 quer. Also Anwendung des Distributivgesetzes sollte nicht so schwierig sein. Und jetzt kommt wieder das Thema mit dem Product Term Sharing mit rein. Wenn wir uns mal anschauen, wie viele Terme haben wir denn insgesamt? Da haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Und nach der Arithmetik
würde das jetzt erstmal gar nicht in unser PLA passen, weil wir hier nur 8 Konjunktionszeilen zur Verfügung haben. Aber mithilfe des Product Term Sharings ist es eben doch möglich, unter dem Erkennen, dass es sich hier um mehrfach benutzte Terme handelt, so, wo ist mein Stift, da ist er, können wir nämlich folgende Übereinstimmung finden. Wenn wir mal hier drauf schauen, dann stellen wir fest, dass wir hier unten einen Term haben, den wir hier schon zweimal wiederverwenden konnten. Und auch hier haben wir einen Term x2 quer x0 quer, der hier oben nochmal auftaucht. Den markiere ich nochmal hier in Rot und die anderen in Grün. Und das bedeutet, wir brauchen genau 3 Terme weniger, als jetzt hier auf den ersten Blick stehen. Aus den 11 zu implementierenden Termen werden damit 8. Und damit ist es möglich, das Ganze in dieses PLA mit 8 Zeilen zu pressen. Hat jemand von Ihnen eine entsprechende Lösung und kann sie vorstellen? Ja, ich kann es vorstellen. Ja, alles klar. Dann zeigen Sie uns mal Ihren Bildschirm, bitte. Genau, da haben wir einmal hier oben die 2 schon bereits bestehenden Terme verknüpft. Und hier unten einfach noch die 2 neu gewonnenen aus der, genau, aus der Ausmultiplizierung. Das ist genau der Punkt. Also Sie haben es geschafft, mithilfe des Product Term Sharings jetzt die ersten beiden Zeilen 1 und 2 mehrfach zu benutzen und damit eben trotz der Tatsache, dass wir 11 Terme zu implementieren hatten, dieses PLA mit nur 8 Zeilen verwenden zu können. Zeigen Sie uns bitte nochmal die Wahrheitstabelle davon. Genau, funktioniert. Und ich habe jetzt selber nicht geprüft, welche Wahrheitstabelle dort rauskommen sollte, aber die Terme von Ihnen scheinen richtig implementiert zu sein. Insofern dürfte das korrekt sein. Vor allen Dingen ist das Wichtige, dass es technisch funktioniert. Sie bekommen die Wahrheitstabelle also raus und ich hatte Ihnen gezeigt, was passiert oder was Sie machen können für den Fall, dass es hier mal einen technischen Fehler gibt. Ja, besten Dank. Können Sie kurz mal die Wahrheitstabelle schließen und achten Sie mal jetzt auf die Zeilen 7 und 8, die dort stehen. Also sehen dort, dass in der Zeile 7 das erste und das letzte Element markiert ist und in der Zeile 8 das erste und das Komplement von x1. Und wenn Sie mal meine Lösung jetzt dagegen halten, dann sieht das bei mir so aus. In Zeile 7 hatten Sie das und das markiert und in Zeile 8 das und das. Ist meine Lösung jetzt richtiger? Ja, im Prinzip ist es ja egal, dass hinten wir dann eben mit Olo verknüpft haben. Die können wir dann durchtauschen. Ganz genau, ja. Also hier gilt das Kommutativgesetz. In welcher Reihenfolge wir unsere Terme auflisten, ist völlig egal, ob Sie nun den Term 1 und dann den Term 2 aufschreiben oder erst den Term 2 und dann den Term 1, ist völlig wurscht. Insofern sind beide Implementierungen gleichwertig, egal ob Sie nun Zeile 7 oder 8 bei Ihnen im Verhältnis zu meiner Lösung hier vertauscht haben. Jetzt habe ich noch folgende Bitte an Sie vom Formalen her. Auch das werden wir im Praktikumsversuch Nummer 4 noch reichlich beleuchten. Und zwar immer dann, wenn Sie ein Element bzw. einen Output einer digitalen Schaltung nicht brauchen, weil er zwar vorgesehen ist in der Hardware, aber von Ihnen nicht beschaltet wird, hängen Sie bitte so eine kleine Marke N-C dran. Das steht für Not Connected und dient dem Leser dieses Schaltplans dazu festzustellen, dass dieses offengelassene Element hier, diese offengelassene Leitung tatsächlich beabsichtigt war, weil sie nicht gebraucht wird. Würden Sie das jetzt weglassen, dann wüsste ich als Beurteiler nicht, ist das jetzt ein Fehler? Sozusagen müsste hier noch irgendwas hin, fehlt was? Aber mit dieser Textmarke geben Sie klar zu erkennen, dass das beabsichtigt war und nur sozusagen nicht verwendete Hardware ist. Dann habe ich noch einen Tipp für Sie in diesem Zusammenhang, falls Sie mit diesen PLA-Modellen experimentieren wollen. Und ich empfehle Ihnen auch, das zu machen, weil Sie damit zum Beispiel die Automatenaufgabe lösen können, die hinter der Semesterkonstruktionsaufgabe steckt. Also dieses Reaktionsspiel lässt sich am besten mit Hilfe eines Automaten implementieren. Und wenn Sie jetzt wissen, wie man mit so einem PLA umgeht, lassen sich diese Automaten noch relativ schnell und kompakt implementieren. Und kann es sein, dass Sie mal vielleicht ein paar Outputs mehr brauchen dafür oder ein paar Konjunktionszeilen mehr. Diese Modelle hier, die dürfen Sie dafür verwenden, für die Semesteraufgabe. Und wenn Sie hier etwas dran ändern wollen in Bezug auf die Kapazität, ja, dann kann ich Ihnen sagen, die Dinger sind skalierbar hier. Also einen Output mehr, den Sie brauchen, den kriegen Sie einfach dadurch hergestellt, dass Sie eine solche Spalte hier hernehmen, kopieren das, einmal Ctrl-C, Ctrl-V und schieben das Ergebnis hier wieder dran. Jetzt haben Sie einen fünften Output. Und da können Sie beliebig viele nach rechts dran machen. Dasselbe gilt für die Skalierung in der vertikalen Richtung. Wenn Sie zum Beispiel 2 Zeilen mehr brauchen,
machen Sie Folgendes, schieben Sie einfach das hier um eine gewisse Anzahl von Punkten nach unten. Moment, ich wollte eigentlich hier die Verbindung nicht mitnehmen. Deswegen muss ich das mit Shift machen, Shift nach unten schieben. Jetzt kann ich mir hier zwei Zeilen kopieren. Ctrl C, Ctrl V. Und das Ganze hier wieder reinschieben. Und unten die weggeschobene Input-Zeile und Output-Zeile wieder mit dranhängen. Jetzt repariere ich diese beiden Zeilen mal. Das heißt, ich nehme die programmierten Elemente raus. Besser wäre es natürlich gewesen, gleich eine leere Zeile zu kopieren. Auch hier schiebe ich durch Kopieren wieder diese Platzhalter an die richtigen Stellen. Und ich hoffe, dass ich jetzt alles richtig gemacht habe. Wenn ich jetzt die Wahrheitstabelle erstelle, dann sollte das, oh, Gott sei Dank hat geklappt, genauso funktionieren, als wenn vorher diese Zeilen und Spalten nicht drin gewesen wären. Und wie gesagt, damit können Sie dann nach Belieben umgehen und sich von der Kapazität her beliebig große Matrizen bauen für Aufgaben, mit denen Sie experimentieren möchten. Das Einzige ist, in der Praktikumsaufgabe 4 gebe ich Ihnen vor, mit welchen Kapazitäten Sie arbeiten müssen. Und da sollen Sie dann nicht eigenmächtig erweitern, sondern schauen, dass Sie die verlangte Logik in der Kapazität implementieren, die hier vorgeschrieben worden ist. Sie haben die wesentlichen Techniken für die vierte Praktikumsaufgabe hier heute mitbekommen. Da ist noch ein bisschen hin, bis wir die bearbeiten werden. Jetzt steht ja erst die Aufgabe 3 an. Aber Sie können schon mal mit diesem Thema üben und versuchen, damit ein paar Logikschaltungen zu bauen. Versuchen Sie mal durchaus die Aufgaben aus dem Abschnitt Nummer 3, da haben wir ja viel zum Thema Minimierung gemacht, auch mal in solche PLA-Logiken zu übertragen und zum Laufen zu bekommen, ist insofern auch wichtig, weil wir diese Sachen in der Prüfung wiedersehen werden. Dort werden Sie Automaten bauen auf der Basis von solchen PLA-Schaltungen und da wäre es schon hilfreich, wenn Sie also gut mit diesen Modellen umgehen könnten, damit Sie da keine unnötigen Fehler machen und Zeit verlieren. So, das Ganze, das war eigentlich eine Einleitung zur Übung Nummer 6.4. Und wenn Sie mal hier oben auf die linke Seite gehen, dann gibt es hier ein großes PLA unter der Kategorie 2, Übung 6.4a, LUT4. Worum geht es denn da? In der Übung 6.4, dort soll ein 2-Bit-Komparator entworfen werden. Das heißt also ein Vergleicher der zwei vorzeichenlose 2-Bit-Zahlen miteinander vergleicht und dann eine Aussage darüber macht, ob die Zahl x kleiner ist als y, gleich y ist oder größer ist als y. Und dazu gibt es ein YouTube-Video aus dem vergangenen Semester, was ich Ihnen darbieten würde. Ich schicke Ihnen noch die Koordinatenangaben dazu und dann können Sie sich mal selber an dieser Aufgabe versuchen und dementsprechend dieses PLA mal programmieren und schauen, dass Sie diesen Komparator zum Laufen bekommen. Übung 6.4, also als YouTube-Video, was ich hier nicht nochmal vorstellen muss. Und dann können Sie mich jederzeit dazu fragen, wenn Sie noch Probleme haben mit dem Umgang mit diesen PLA-Matrizen oder mit Logic Circuit generell. Das war eigentlich das, was ich heute mit Ihnen machen wollte. Wir sind damit jetzt inhaltlich gut vorbereitet auf die technische Umsetzung von digitalen Schaltwerken, die wir aus endlichen Automaten entwickeln werden. Und das machen wir dann ab der nächsten Runde am kommenden Montag. Dazu sehen Sie sich dann bitte die folgenden zwei Videos zum Thema sequentielle Schaltung an. Das heißt, da geht es dann um die Optimierung von Automaten mit Hilfe von ausgabeorientierter Zustandskodierung, mit Hilfe von Optimierung, mit Hilfe des Carnot-Verfahrens, also Optimierung der Ausgabefunktion bzw. der Zustandsübergangsfunktion. Und wenn Sie sich darüber informiert haben, werden wir die ersten kleineren Übungen machen, solche Automaten auch vom Zustandsdiagramm her zu entwickeln aus einer Aufgabenbeschreibung und die dann umzusetzen in eine Digitalschaltung, die das Ganze dann für uns tatsächlich in Hardware oder zumindest in simulierte Hardware macht. Das war es dann für heute. Bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und Mitarbeit und wir sehen uns dann am kommenden Montag wieder auf diesem Sender. Bis dahin. Tschüss. 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 Ciao.